Lady geht es besser vor der Krankenstation. Ah ja. Da waren wir ja schon auf dem richtigen Weg hier. Du bist erledigt. Okay, braucht man ein paar Schüsse mehr mit der Waffe, aber okay. Einmal ausposten. Oh. Nachladen nicht vergessen. So. Barrett, hast du mal Glück gehabt, sonst hätte ich dich abgeballert. Warum steht hier Klopapier? Vielleicht gab es da eine Pandemie und die Leute haben sich da was gesichert. Ja, ich weiß, dass ich so viel Last trage. Aber ich habe bestimmt wieder alles doppelt und dreifach eingesammelt. Guck mal hier, drei Equinoxe. Brauchen wir ja wohl nicht. Oh, immer noch zu schwer. Grendel. Jetzt reicht es. Aber... das ist nicht. Aber 700 Schuss, ne? Legendäre Waffe. Die gibt man eigentlich nicht her, ne? Die legendären. Aber dich können wir hergeben. Rettungsaxt, habe ich die nicht doppelt? Nein, nein. Equinox Eon Knarre. Okay. Kann eigentlich weg, ne? Nice. Okay, keine Distanzschüsse. Okay. So. Oh, da stehen noch ein paar. Alter. Okay. Wie werfe ich noch die Granate? Die Splittergranate. Bestimmt G, ne? Skillpunkt verfügbar. So, wie war das denn mit automatische Skillpunkte? Da habe ich doch was gesehen vorhin. Ja, komm.
So, rein in die Olga. Das war's. Glück gehabt, Digga. Denkst du, er ist ein Spacer? Der hat sie doch erledigt. Corporal Lezama, UC Marines, Sunny. Wir dachten, wir wären erledigt. Ich... Und der geschätzte Doktor ist auch da. Musa, oder? Das hier ist seine Party. Private Mahoney schickt mich. Mahoney ist eine Maschine. Reinste Vergeudung von Talent auf diesem Felsen. Was zur Hölle macht ihr überhaupt hier? Doktor! Doktor! Ja, Astrobiologie. Wir studieren nicht-terranische Lebensformen in den besiedelten Systemen. Wir wollen die Flora und Fauna verstehen und nach praktischen Anwendungen suchen. Ich glaube, den Spacer ist eurer Forschung egal. Nichts für ungut. Klingt nach einer edlen Mission. Wir wollen zeigen, dass Wissenschaft die Lebensqualität verbessern kann. Und nicht einfach nur unser Zerstörungspotenzial steigert. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Der Freestar-CO Lieutenant Torres hat den Komplex abgeriegelt. Keine Ahnung, wie lange seine Truppen noch durchhalten. Zuletzt habe ich ihn auf Ebene 3 gesehen, bei meinem Büro. Geht zu Torres. Mit dem Schlüssel müsstest du bis auf die Sicherheitstüren Torres alles mit dem Schnorres. Geh zu Torres, bevor seine Männer ausgelöscht werden. Ja. Ich kümmere mich. Aber ich will mir auch noch eben schnell die Leichen hier zu Gemüte führen. Ich brauche ja Munition. Zumindest mal. Ja, sicher. Aha. Medipack, immer gut. Okay. Mitnehmen. Sekt. Neu geschmiedete Rettungsaxt, okay. Willenlos. Was habt ihr noch so? Ja. Essen ist immer gut. Nährstoff. Credits, Medipack. Medipack. Herz Plus. Okay. Dann. Gehen wir mal gucken, was hier noch los ist. Okay, wieder hoch. Oh, was haben wir denn hier? Ein Steak. Da habe ich alles schon. Ja. Hab ich. Okay. Alles erledigt, Marines Lady. Sind schon komisch. Auf eine gute Art. Schon seltsam, dir und den UC Marines so viel zu verdanken. Bis dann. Jo. Mach es gut. So, soll ich wegfliegen, ne? Splittermine. Oh, 4 Gesundheit. Regeneriert das Ding. Kurz die Lage checken. Medipack, haha. Okay. Dann gehen wir mal da hoch. Ich nehme mal an, dass ich hier richtig bin. Storage 2. Da steht schon jemand. Oh, Schlüssel erforderlich.
Security-Karte. Eieieiei. Wow, jetzt muss ich hier bestimmt alles Mögliche absuchen. Weil hier wird nicht irgendwo ein Schild liegen mit Security-Karte. Okay. Auf ein neues. So, schön gucken, wie sowas aussehen könnte, wissen wir natürlich nicht. Dementsprechend müssen wir suchen. Medipack. Digi-Dietrich. Credits. Verbände. Credits. Also ich glaube, Geld ist hier kein Problem. Okay, da brauche ich auch die Security Card. Ne, nur Müll. So, die hier vielleicht irgendwo gelegen oder drin gesteckt. Was steht da unten? Okay. Oh, das ist doch Geld. Das ist halt wieder so eine Sache, ne? Oh. Man weiß ja jetzt mal wieder nicht. Boah, 63 Schaden, die Coachman. Die haben wir doch, oder? Da, wo wir keine Munition hatten vorhin. Hier, noch Schaden. Coachman, ja genau. Können wir eine ablegen. So, und dann nehmen wir die mal. Ja, man weiß jetzt nicht, wie die ganzen Sachen aussehen, die man suchen muss. Und das ist ja schon sehr detailliert hier. Sprich, da liegt jetzt nichts Offensichtliches rum. So auf den ersten Blick zumindest mal. Ein Teppichmesser. Ist das hier was? Ne. Credits. Steckt auch keine Security-Karte drin. Da kommen wir nicht rein. Okay. Okay. Kartusche, Splittergranate. Ja, Mine, nehmen wir mal mit. Okay. Hey Barrett, weißt du zufällig, wo wir diese Karte finden? Vielleicht hat die Lady eine Security-Karte, die wir gleich wieder sehen. Tadam. Hi.
Ich glaube, von nun an werde ich die Marines... Als die Spacer in den Außenposten kamen, hat der Lieutenant alles komplett abgeriegelt. Ich kam nicht zu Lesama und in die Krankenstation. Trotzdem habe ich den Notruf, solange es ging, abgesetzt. Kurz bevor die Spacer durchbrachen, konnte ich mich verstecken. Wir können später noch reden. Machen wir. Okay. Da war ich ja drin, Badezimmer. Das war dieser Raum. Mitnehmen, mitnehmen. Warum auch nicht? Ja, sicher. Was ein Sides da ist, weiß ich jetzt gerade nicht. Oh. Sieht so eine Karte aus. Und wo kann die sein? Steckt die irgendwo drin? Or what? Ich dachte gerade, mir ist was auf der Arm gefallen, aber das scheint der Wind gewesen zu sein. Könnte die hier irgendwo drin stecken? Ich denke mal nicht. Ich schätze mal, entweder hat die irgendeine Person einstecken oder die steckt vielleicht doch in irgendeinem Gerät drin. Teppichmesser. Ja, ich trage wieder zu viele Dinge. Ich weiß. Ich trage immer zu viele Dinge, weil ich ein Sammler bin. Oh, ein neuer Rucksack. Nimm mal mit. Boom, Pop, Orange. Komm ich auch nicht rein. Oh, wie ich sowas hasse, ne? So ein Rumgesuche. Mit dir? Da liegen auch noch welche, okay. Gehen wir mal dahin. Medipack. Mm-hmm.
Dinnerteller. Schlangenöl. Nimm's mal mit. Linsenbirne. Essen kann man nie genug haben. Aber das R gedrückt halten, genau. Wo ist denn diese Karte? Diese Schlüsselkarte. Hier nicht. Okay. Habt ihr vielleicht eine für mich? Security. Hallo, rede mit mir. Nicht schlafen. Was mit dir? Schlafen die alle. Gibt's ja gar nicht. Wollen alle nicht reden. Ein Burger. Du trägst ziemlich viel Zeug mit dir. Willst du kurz umräumen? Ach, das geht ja auch. Wo bist du? Da bist du. Machen wir doch heute mal was komplett Neues. Wie wär's? Ah, ja. Verteilen wir die Last ein bisschen besser. Ja, komm. So. Kannst du mehr Waffen haben? Irgendwas doppelt? Nee. Aber hier, das sind Sachen. Oh, da habe ich aber viele Schüsse dafür, ne? Naja, komm. Die behalte ich. Den Cutter, den kannst du erstmal haben. Wie mache ich das? Mit E. Nimm. Knarre behalte ich. Equinox war auch gut. Das sind verschiedene Schüsse, ja. Die Axt brauche ich jetzt auch nicht. Das Ding war auch nicht schlecht. Ein paar Schuss haben wir auch. Oh. Aber nur ein Schuss. Nimm. Messer. Messer. Hat auf jeden Fall mehr Schaden. Kriegst du die noch? Okay. Anzüge habe ich ja nur meine, ne? Naja. Sternwagerbund, wo kommt der denn her? Nimm. Space Trucker. Ja, nie, ist klar. Nimm. Rucksäcke. So, den will ich ausrüsten. Da kannst, oder? Ja, der ist fett. Aber der ist. Robust. Minus 15% erlittener Nahkampfschaden. Einfaches Boostpack. Der hat auch einfaches Boostpack. Komm, nimm du das Ding mal. Helme. Ja, kannst du haben. Das können wir dann nämlich alles verkaufen. Wie ist denn das? Hat er ein Limit? Ach Gott, der hat da noch gar nichts einstecken. Kleidung passt.
Magbare Items, Munition, Hilfe, ja, irgendwas würde ja auch brauchen, ne? Sortieren nach. Ne, nicht nach Wert. Komm, nimm mal 5 davon. Dass dir nichts passiert, mein Junge. Verbessere die Widerstandsfähigkeit und Schmerztoleranz. Ah ja, so ein Kram. Okay. Ressourcen. Den ganzen Kram kannst du doch haben. Alle Ressourcen lagern. Weg. Sonstiges. Das brauche ich alles. Okay. Aha. Warum? Das frage ich mich immer wieder. So. So viele Doktoren. Kam noch mit. Aber bis auf einen Tierarzt kann keiner von denen ein Skalpell halten. Ich behandle jeden Patienten so gut ich kann, egal um wen es sich handelt. Diese Gewalt. So. Das ist alles. Ich behandle jeden Patienten so gut ich kann, egal um wen es sich handelt. Dies. Warum? Das frage ich mich immer wieder. Nee. Ich kann mit denen nicht reden. Okay. Gehen wir mal hier weiter. Vielleicht liegt hier irgendwo eine Security-Karte rum. Viel Auswahl haben wir hier jetzt nicht. Was ist sich da denn? Solar Frontiers, ein Spiel. 140 Piepen wert. Okay, macht ja nichts. Starlocked. Was ist das? Reaktives Messgerät. Herz, zack. Cheddar Cracker. Nie wieder Zielübungen. Was ist das denn? Der Leiter macht den Schießstand dicht. Ja. Kann er ja. Hast du was Nützliches gefunden? Nee. Leider nicht. Oh, ist schon fies, oder? Brauche ich irgendeinen Anhaltspunkt, wo wir diese blöde Karte finden? Oder zumindest mal ein Bild, wie das Ding aussieht oder so. Das wäre schon ganz cool. Außerdem rennt uns nämlich auch die Zeit weg. Fällt mir gerade so auf. Ja, fuck. Jetzt war ich überall, wo ich hingehen kann. Das ist schlecht. Geöffnet mit Schlüsselkarte. Alter, ich habe überhaupt nicht mitgekriegt, dass ich eine Schlüsselkarte habe. Oh. Das wird lustig. Oh, Level 14. Wo sind Sie hin? Feuer! Feuer! Wow. Ah, verdammt. Wollte ich gar nicht.
Okay, warte mal. Neu geschmiedet, was auch immer. Gucken wir uns mal das Stockwerk hier an, bevor wir da weiter hochgehen. Was? Ist da schon wieder jemand? Nö. Doch. Da. Zwei Stück. Schieß doch. Die Lage checken hier. Nehmen. Nehmen. Schrotflintenpatronen nehmen wir natürlich gerne. Okay. Medipack. Munition. Und achso, wir können mal wieder. Ja, die ganzen Medipacks ist aber auch blöd, ne? Ja, hallo? Wie kann ich das hier bestücken? Dann nehmen wir halt ein fucking Medipack. Credits. So, dann gehen wir nochmal kurz hier gucken, bevor wir da weitergehen. Sprudelwasser. Na ja, komm, steck ein. Und nichts, was wir gebrauchen könnten. So. Okay. Gehen wir mal in Labor Nummer 4. Oh, halt, das ist doch auch. Munition. Okay, hier ist auf jeden Fall niemand. Rotwein, Zintermit, Spaghetti. Man kann doch hier mit F sich Dinge anzeigen. Ah, klar, da zeigt mir auch den Weg, wohin. Habe ich völlig vergessen. Okay. Schließen. Okay. Analyse, genau. Na, andermal. So, Labor 3. Okay, kann ich so nicht öffnen.
Credits. Es spricht. Oh. Scheint, als wäre da hinten jemand. Zu machen. Da waren wir schon drin, genau. Okay. Gehen wir mal einen Stockwerk höher. Guck mal, hier geht's wieder runter. Mal looten hier. Da bist du ja. Komm. Trau dich. Okay. Schießt. Ach da. Okay, okay. Okay, okay, okay. Dann gehen wir mal dahin. Wie schon gesagt, jemand schaltet die Spacer aus. Ich fasse es nicht. Sind sie alle tot? Dank der Hilfe, die wir hatten, sind alle von ihnen erledigt. Das war echt gute Arbeit. Wie viele sind noch in eurer Einheit? Habt ihr Scharfschützen oder so? Nein, wir beide sind allein. Heilige Scheiße. Das war alles euer Werk? Klar. Gern geschehen. Keine Fotos, bitte. Wir müssen Captain Myong helfen. Sie ist hinter der Tür. Aber sie gehört nicht zu Freestar. Oberste Priorität haben unsere Männer und Wissenschaftler. Sie war die Einzige, die uns geholfen hat, Sergeant. Ich werde sie jetzt nicht im Stich lassen. Ihr wart gerade erst im Krieg. Erstaunlich, dass ihr den Marines helfen wollt. Mir egal. Ihre Männer haben ihr Leben riskiert, sind für uns gestorben. Aber die sind von den UC. Wir können nicht... Sergeant, ich befehle dir, uns bei der Rettung zu helfen. Nur, wie? Wir haben einen Überbrückungsschlüssel. Wenn sie noch leben, sind sie beim anderen Eingang. Zusammen müssten wir sie retten können. Wenn nicht, sterben wir halt.
Einige Soldaten brauchen unsere Hilfe. Bist du dabei? Wir könnten Unterstützung gut gebrauchen. Ich helfe gerne. Das hier ist keine Wohltätigkeitsveranstaltung. Eine Bezahlung wäre angebracht. Ich lasse keine Marines sterben. Gut. Hier ist der Schlüssel. Du gehst voran. Der Captain ist eine Ebene tiefer. Na ja.